Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte hier zwei Betriebssysteme miteinander vergleichen. Das ist einerseits hier Windows 7. Das ist hier die klassische Oberfläche von Windows 7 und das neue Ubuntu 11.10 mit der Unity-Oberfläche. Ich habe mir hier Ubuntu in einer sogenannten virtuellen Maschine installiert. Das heißt, ich habe hier das Betriebssystem Windows 7 laufen und in einem eigenen Fenster kann ich zusätzlich ein anderes Betriebssystem laufen lassen und das ermöglicht uns hier die VirtualBox. Und ich kann dir auch sehr schön hiermit dann auch einen Vergleich bieten. Ja, hier ist Ubuntu 11.10 gestartet. Man sieht hier die entsprechende Oberfläche und hier sieht man eben die Oberfläche von Windows 7. Fangen wir gleich mal an. Und hier herunten bei Windows 7 die Möglichkeit, einzelne Programme zu starten. Hier könnte ich hergehen, zum Beispiel einen Firefox starten. Wird dann geöffnet, legt sich jetzt über mein Fenster meiner VirtualBox. Und dasselbe kann ich aber auch natürlich machen, hier innerhalb von Ubuntu. Ich habe hier links den sogenannten Starter. Hier draufklicke, wird hier der Firefox gestartet und wenn ich mir das genau anschaue, verschwindet dann hier auf der linken Seite diese Fläche, es sei denn, ich fahre mit der Maus wieder hin und es wird dann eingeblendet. Ziel von dieser sogenannten Unity-Oberfläche ist es, möglichst viel Platz für die einzelnen Programme dann zu bieten. Gerade bei kleineren Bildschirmen ist das ja dann notwendig. Ja, was uns gleich noch auffallen wird, ist, wenn wir die Fenster hier uns anschauen, dass ich hier zum Beispiel, wenn ich hier die Maus habe, keine Minimier- oder Maximier-Symbole jetzt hier sehe oder Schließen-Symbole sehe, wie es hier der Fall ist. Die werden erst dann eingeblendet, wenn ich mit der Maus hier herauffahre. So sind sie ausgeblendet. Und so könnte ich dann wieder hergehen und das Fenster wird dann etwas kleiner dargestellt. Und so wird wiederum versucht, dann Platz zu sparen. Die entsprechenden Menüs sind immer hier oben versteckt. Das heißt, es empfiehlt sich wahrscheinlich immer, die Fenster zu maximieren, um dann die entsprechenden Einstellungen zum Beispiel vorzunehmen. Und das zieht sich hier dieses System bei allen Programmen durch bei Ubuntu. Wenn ich hier zum Beispiel den LibreOffice Writer starte. Die Programme sind übrigens schon fix installiert, wenn man Ubuntu installiert hat. Geht es wieder herauf und ich habe hier die Möglichkeit dann zu maximieren, minimieren. In dem Fall habe ich hier dann die Menüs, die ich hier etwas machen kann. Wenn ich jetzt wieder heraufgehe, minimiere ich das Ganze und ich sehe dann hier einen Pfeil hier links eingeblendet. Das heißt, dass gerade ein Ubuntu-Programm läuft. Wenn ich jetzt hierher gehe, zum Beispiel zum Google Chrome, starte mir den, dann wird das Fenster wieder maximiert. Es verschwindet hier links der Starter. Ich fahre mit der linken, mit der Maus wieder hierher. Und dann würde dann zum Beispiel das dann eingeblendet werden. Ich kann es auch einblenden mit der sogenannten Super-Taste. Es entspricht auf der Windows-Tastatur der Windows-Taste. Ich sehe jetzt hier, dass ich hier einen Pfeil links habe. Das heißt, ich habe irgendwo einen LibreOffice Writer geöffnet. Und ich habe hier den Chrome geöffnet. Dann sieht man hier auf der rechten Seite nochmal einen Pfeil. Das heißt, dass hier Chrome im Vordergrund steht, eingeblendet ist. Ja, das wären hier die Möglichkeiten im Vergleich da herunten. Da gibt es natürlich die Möglichkeit bei Windows hier zum Beispiel die Lautstärke zu verändern. Es gibt die Möglichkeit hier das Datum einzustellen. Man kann hier die Verbindung sich anschauen. Die gleiche Möglichkeit hat man natürlich auch hier bei Ubuntu. Man hat hier ebenfalls ein Menü, in dem man sich das Zeitdatum hier einstellen kann. Man könnte hier einen Kalender hinzufügen. Hier kann man laut und leise schalten. Und dann kommt darüber hinaus dann hier noch die Möglichkeit, hier den Computer herunterzufahren und andere Einstellungen vorzunehmen. Und das kann man hier wahrscheinlich sehr gut vergleichen bei Windows 7 mit der links unten, indem man hier zum Beispiel ebenfalls zur Systemsteuerung gehen kann. Wenn ich das hier öffne, kann ich hier wichtige Einstellungen vornehmen. Dieselbe Möglichkeit habe ich hier bei Systemeinstellungen. Wenn ich hierher gehe, Systemeinstellungen, ich muss mit der Maus direkt hinunterfahren, wird man das dann hier eingeblendet. Und hier habe ich dieses Fenster. Ich minimiere mal das andere Fenster, damit ich das hier das besser dargestellt habe. Und hier kann ich dann ebenfalls hineingehen, könnte mir das mit der linken Maustaste auswählen, könnte hier dann Einstellungen für den Hintergrund zum Beispiel vornehmen, das Design, das Thema und dergleichen mehr. Ähnliche Einstellungsmöglichkeiten haben wir ja hier zum Beispiel. Wenn wir hier Darstellung und Anpassung wählen, wäre das vergleichbar mit dem, was wir jetzt gerade hier gesehen haben. Ich könnte dann hier zum Beispiel mir noch die Systeminformation zum Beispiel anzeigen lassen, was als Grafik verwendet wird und so Grund Einstellungen mir anzeigen lassen. Ich kann hier weiters natürlich dann auch den Computer herunterfahren. Könnt ihr entweder auf Neustarten gehen oder herunterfahren. Es würde hier Windows 7 ja dann diesem Auswahlmenü hier entsprechen.
Schauen wir weiter, was noch alles möglich wäre. Was jetzt wesentlich ist, Bildschirm sperren, ja, entspricht dann für sich dem, was wir als Windows 7 auch kennen. Wenn ich zu einer Kaffeepause gehe, könnte ich hier zum Beispiel dann den Bildschirm sperren lassen. Ich klicke das einmal hier an. Ich werde dann aufgefordert, wenn ich hier weiterarbeiten wollte, dass ich das Passwort eingebe. Ich gebe das jetzt hier mal ein. Die Sperre wird aufgehoben. Ich bin wieder hier in meiner Oberfläche drinnen. Ja, dann haben wir, glaube ich, jetzt einmal wichtige Einstellungen hier mal vorgenommen. Auf eins möchte ich nochmal hinweisen: Hier Anwendungen sind aktuell, steht momentan hier. An dieser Stelle wird immer eingeblendet, ob es Updates gibt für Ubuntu. Updates für Ubuntu bedeutet, dass hier das Betriebssystem gemeint ist und alle Programme, die installiert sind. Das heißt, im Gegensatz zu Windows, wo man dann Updates für jedes Programm eigens installieren muss, übernimmt das hier Ubuntu für die allermeisten Programme. Wenn ich jetzt hier hergehen würde, Anwendungen sind aktuell, geht hier dieses Fenster der Aktualisierungsverwaltung auf und ich könnte hier auf Prüfen gehen. Und es wird dann geschaut, ob ich dann weitere Updates installieren kann, damit das Ubuntu-Betriebssystem noch stabiler läuft, als es eh schon läuft. Ja, jetzt haben wir das hier oben da, besprochen. Wenn ich hier zur sogenannten Arbeitsfläche, das entspricht hier dem Desktop auf Windows 7, etwas verändern möchte, dann kann ich das hier über diese Menüs wieder machen, die nur dann eingeblendet sind, wenn ich hier herauffahre. Und dann haben wir hier eine andere bequeme Möglichkeit, sogenannte Dash-Startseite. Wenn ich mit der linken Maustaste draufklicke, geht das hier auf. Und ich könnte jetzt hier einen Begriff eingeben. Ich könnte nach einem Programm zum Beispiel suchen. Ich könnte nach Dateien suchen. Also alle möglichen Dinge können hier von hier aus auf der Festplatte, die jetzt Ubuntu zur Verfügung steht, gesucht werden. Ich habe jetzt hier zum Beispiel GIMP eingegeben. Er zeigt mir hier schon die Anwendung GIMP an. Und er zeigt mir auch eine Datei an, die ich da kürzlich damit bearbeitet habe. Ich habe jetzt einmal mit der linken Maustaste auf das Programmsymbol GIMP geklickt und schon wird das Programm gestartet. Und man sieht dann wiederum, hier ist das Programm und oben sind dann die einzelnen Menüpunkte. Können Sie hergehen und es dann zum Beispiel auch schließen. Ich gehe nochmal in Dash hinein, sehe dann hier besonders beliebte Anwendungen und ich kann hier ebenfalls dann zum Beispiel auch Dateien finden gehen, welche nach bestimmten Dateien suche. Könnte ich hier zum Beispiel auf Filtern gehen und könnte mir anzeigen lassen, okay, alles was in den letzten 7 Tagen geändert wurde im letzten Jahr, welcher Typ das ist und dergleichen mehr. Wenn ich jetzt von Dateien weggehen möchte und hier wiederum mir alles anzeigen möchte, gehe ich hier unten hin und kann mir hier dann die entsprechenden Rubriken dann einblenden lassen. Dann gehen wir hierher zum sogenannten persönlichen Ordner. Es öffnet sich dann hier ein Gegenstück zum Windows Explorer, das wäre hier beim Windows Explorer rechte Maustaste Windows Explorer öffnet. Ziehen wir das jetzt hier mal kurz rein ins Bild. Dürfte für die Windows-Nutzer eh bekannt sein, mit den Bildern, Dokumenten, Musik und Videos. Und das Gegenstück haben wir natürlich auch dann hier. Es gibt hier auch einen persönlichen Ordner. Ich habe hier dann ebenfalls die Möglichkeit, die Arbeitsfläche mir anzeigen zu lassen. Arbeitsfläche würde hier dem Desktop entsprechen. Dann Dokumente, entspricht Dokumente. Dann Downloads kann ich mir ebenfalls hier anzeigen lassen, sind die Downloads, Musik und so weiter. Und hier werden eben dann, könnte man in diesem persönlichen Ordner eben diese Dinge dann abspeichern. Darüber hinaus gibt es hier noch das Dateisystem. Das hat bei Ubuntu eine etwas andere Darstellungsweise. Können wir wiederum hier oben einzelne Dinge dazu verändern. Solltest du dir mal anschauen. Ich könnte das als Symbole zum Beispiel anzeigen lassen. Na, jetzt bin ich hier in der VirtualBox gelandet. Können wir hier das kompakt darstellen lassen. Gehe auf Liste. Man sieht schon, dass es hier andere Arten von Ordnern gibt. Wenn ich mir das hier auf C bei mir hier in Windows anzeigen lasse, gibt es eine etwas andere Schreibweise. Da wird hier zum Beispiel von Programmen gesprochen und hier sind die Programme dann in einem anderen Verzeichnis zum Beispiel zu finden. Bei etc. sieht man hier einzelne Angaben zu den Programmen. Wenn du jetzt zum Beispiel mit der VirtualBox arbeitest, dann werden zum Beispiel die Austauschordner hier herinnen dann in der Media-Ordner angelegt. Ja, so kann man eben bestimmte Dateien dann suchen und auch dann öffnen. Ich schließe jetzt hier diesen Bereich persönliche Ordner. Von hier kann man die Dateien öffnen, das habe ich dir schon gezeigt. Vielleicht noch ein paar Tipps zum Umgang mit diesen Ordnern. Wenn man einmal mit der linken Maustaste draufklickt, geht so ein Ordner auf. Wenn ich jetzt wieder hierher fahre, dann öffnet sich das wieder. Und wenn ich dann mit dem Maus auf das Mausrad einen Doppelklick mache, mit der mittleren Maustaste auch bei manchen Tastaturen,
Da müsste ein weiteres Fenster aufgehen. Man sieht das hier. Wenn ich das jetzt hier minimiere, sieht man gleich, dass ich hier zwei Ordner habe. Ich kann die jetzt schön verteilen, indem ich hier zum Beispiel hergehe und hier das rüberziehe. Wenn ich dann hier in das Fenster gehe, das darunter liegt, könnte ich das hier genauso machen, wenn es funktioniert. Ja, genau. Und jetzt ist der Bildschirm schön aufgeteilt zwischen diesen beiden Fenstern. Somit hat man dann einen schönen Überblick. Das kann man natürlich mit jedem Fenster machen, das man hier in der Pumpe eben geöffnet hat. Ja. Dann gibt es hier natürlich die Möglichkeit, dann auch noch Programme nachzuinstallieren. Das ist hier mit dem Ubuntu Software Center möglich. Klicke einmal herein. Man hat hier die Möglichkeit, wirklich ja, tausende von Programmen hier kostenlos nachzuinstallieren. Das macht man über dieses Software Center, das bei mir hier gerade geöffnet wird. Und hier hat man eine schöne Übersicht. Ich kann hier auf der linken Seite, wenn ich in diesem Registerkarte bin, kann ich mir hier Programme speziell einmal suchen, die mit Multimedia zum Beispiel zu tun haben. Scroll durch, kann man dann irgendein Programm aussuchen, das ich installieren möchte. Es gibt da wirklich eine Unmenge von Programmen. Ich kann hier wieder auf zurückgehen und könnte hier mir dann andere Dinge noch anzeigen lassen, zum Beispiel Spiele. Hier werden Spiele mit einer besonders guten Bewertung schon mal angezeigt. Hier hat man noch eine eigene Rubrik letztlich. Hier steht alle 510, das heißt 510 Spiele werden hier zum Download angeboten, die man kostenlos herunterladen kann. Ich könnte mir da jetzt hier irgendein Spiel installieren und da zeigen wir mein Programm installiert. Ich kenne es eigentlich jetzt hier gar nicht, Hedge Wars. Man kann sich hier weitere Informationen anzeigen lassen. Hier gibt es zum Beispiel Bewertungen, eine Menge an Bewertungen. Ja, wenn ich es installieren möchte, klicke ich hier auf Installieren. Ich werde hier nach dem sogenannten Masterpasswort gefragt. Das ist jenes Passwort, das man festlegt bei der Installation von Ubuntu. Ich gebe das jetzt hier ein. Sollte man dementsprechend auch nicht vergessen. Es wird installiert. Hier oben sieht man den Fortschritt der Installation. Während das hier dann heruntergeladen wird, sind immerhin 130 MB, kann ich hier jetzt nochmal zu alle Anwendungen gehen und könnte jetzt hier dann weiter noch andere Dinge anschauen, die ich mir da vielleicht installieren möchte. Ja, das wird hier noch heruntergeladen. Ich kann jetzt auf Abbrechen gehen, wenn ich das dann vielleicht doch nicht möchte, schauen, was dann passiert. Wurde abgebrochen. Aber im Prinzip funktioniert das Installieren sehr problemlos. Ich kann hier zum Beispiel anschauen, Bleistift, Cartoons zeichnen, schauen, was das hier ist. Ich habe jetzt schon auf Installieren geklickt. Wäre gescheit gewesen, vermutlich vorher auf die Information sich anzeigen zu lassen. In dem Fall habe ich jetzt hier ein Programm erwischt, das weniger herunterzuladen hat. Das heißt, das wird das Ganze wieder schneller zur Verfügung stehen. Geht es wieder herauf. Nehme hier das Fenster oder mache es etwas kleiner, sagen wir mal so. Habe hier Bleistift. Und wenn ich das Ganze dann starten möchte, könnte ich das hier zumachen. Suche jetzt, wo ich das Programm finde. Ich gebe jetzt hier Bleistift ein. Und da kommt man zu einer kleinen Schwäche von Ubuntu. Das kommt aber auch teilweise bei Windows 7 vor, dass hier zwar deutschsprachige Bezeichnungen angegeben werden, aber wenn man danach sucht, sollte man die englischsprachige eingeben. Das wäre hier Pencil, wenn ich hier draufklicke. Ja. Dann habe ich das Programm von mir, könnte jetzt hier malen und andere Dinge, die mir hier vorgegeben sind, dann veranstalten. Hier oben ist wieder dann das entsprechende Menü. Wenn ich hier alle installierten Programme mir anzeigen lassen möchte, gehe ich hier wieder zum Dash, gehe hier auf Mehr Anwendungen und dann werden hier mir zum Beispiel Anwendungen angezeigt, die ich zum Beispiel hier schon installiert habe. Und da würde ich dann zum Beispiel, wenn ich schauen würde, Pencil, das ist dieses eine Programm, was ich vorhin gerade installiert habe, würde ich das dann hier wiederfinden. Also wenn man etwas nicht wiederfindet, dann hier über Dash, mehr Anwendungen, kann man sich alle Programme anzeigen lassen, die da momentan installiert sind. Ja. Auch weitere Anwendungen zum Herunterladen, also sehr praktisch eigentlich gemacht. Dann gibt es hier Ubuntu ebenfalls eine Desktop, hier nennt man den sogenannte Arbeitsfläche. Es gibt ja aber mehr als einen Desktop. Wenn ich jetzt hierher gehe mit der linken Maustaste, sehe ich hier vier Desktops eingeblendet. Das hat jetzt folgende Bedeutung. Wenn ich jetzt hier wieder einen ersten Desktop gehe, hier zum Beispiel ein Programm starte wie den Chrome und dann hier mir den
LibreOffice weiter einblendet, dann kann ich jetzt Folgendes machen. Ich könnte jetzt hier gehen zum Arbeitsflächenumschalter und kann jetzt hier ein geöffnetes Fenster hier hereinziehen und kann jetzt dann sehr bequem jedes Mal hierher klicken, das aussuchen und kann es mit einem Doppelklick und kann es dann auswählen. So kann man sehr schnell zwischen den einzelnen Programmen hin und her springen. Wir haben uns das mit dem Desktop angeschaut. Man kann hier dann auch weitere Programme noch starten, sofern sie dann installiert sind. Hier unten hätten wir dann noch den Mülleimer, den man dann entleeren könnte. Wieder mit rechter Maustaste kann man hier etwas auswählen. Hier hat man den Test, wenn man den anpassen möchte, kann man hier auf Hintergrund der Arbeitsfläche ändern gehen. Und so erscheint wieder ein Fenster, das wir vorhin schon gesehen haben. Ja, und weitere Einstellungen sind ja an und für sich hier dann möglich, wenn man da herunterfährt auf Systemeinstellungen. Und hier kann man eben diese selben Einstellungen vornehmen, wie ich vorhin schon darauf verwiesen habe, über Windows 7, über der Systemsteuerung. Was es bei Ubuntu noch gibt, ist hier das sogenannte Ubuntu One. Wenn ich hier mit der linken Maustaste hineingehe, wird man hier schon darauf hingewiesen, dass Ubuntu an und für sich einen sogenannten Online-Speicher mitbringt. Man kann hier, wenn man sich hier kostenlos registriert, könnte man hier mehrere Gigabyte an Speicher nutzen. Man kann auch so zum Beispiel Daten, die man in einer auf einem Rechner hat, dann online hinaufladen, und wenn man einen anderen Rechner, kann man sich von dort dann wieder herunterladen. Es gibt es mittlerweile sogar schon einen Client, das heißt, man kann dann auch sogar auf diesen Ubuntu-Speicher zugreifen, wenn man gerade nicht mit Ubuntu arbeitet, sondern zum Beispiel mit Windows 7 oder Windows XP oder Windows Vista. Ich hoffe, dass dir diese Einführung geholfen hat, dass du dich recht rasch hier mit Ubuntu 11.10 mit der sogenannten Unity-Oberfläche zurechtfindest. Du hast also gelernt und gesehen, wie man hier einen Computer ein- und ausschalten kann, wie man, wo man Einstellungen vornehmen kann. Du hast gesehen, wie man den Desktop anpassen kann. Du siehst hier und hast gesehen, wie man Programme installieren kann, hier mit dem Ubuntu Software Center, wie man Programme starten kann, hier aus dem Start heraus, wie man aus dem Dash heraus Dateien finden kann und auch andere Anwendungen noch starten kann, wie man sich alle Anwendungen, alle Programme einblenden kann, wie man ein Ubuntu aktualisieren kann, das heißt Updates hereinspielen kann, über diesen Weg. Und ich glaube, dass du jetzt eigentlich alles wissen müsstest, um mit Ubuntu gut zurechtzukommen.